Hey ja, heute ist es endlich soweit, der Drittliga-Beginn mit dem MSV Duisburg hier in der FIFA 20-Karriere. Ich habe euch ja in der letzten Folge nach Trikotnummern gefragt und Plogmann trägt ab jetzt die 40, die er auch schon in Bremen getragen hat. Unser zweiter Neuzugang aus der letzten Folge, David, wird weiterhin die Nummer 15 tragen. Und bevor ich es vergesse, dieses Video wird natürlich mal wieder unterstützt von OneFootball. Wenn ihr noch nicht wisst, was OneFootball ist oder euch die App runterladen wollt, dann schaut sehr gerne mal in die Videobeschreibung, da ist direkt ein Link, natürlich kostenlos. Und wenn wir schon mal dabei sind, hinterlasst sehr gerne jetzt schon einen Daumen nach oben, würde mich mega freuen und natürlich auch fleißig in die Kommentare hämmern. Ich versuche auch wie immer zu antworten, ihr kennt das ja von mir. Als ich so eure Kommentare durchgelesen habe, ist auch ein Name sehr auffällig geworden. Und zwar wollt ihr unbedingt, dass wir noch einen weiteren Spieler verpflichten, beziehungsweise wenigstens ausleihen. Und zwar wollen extrem viele von euch Tobias Raschel beim MSV Duisburg und in dieser Karriere sehen. Deswegen werden wir ihn jetzt versuchen auszuleihen vom BVB. Wäre, glaube ich, ein ganz geiler Transfer. Der Verein hat aber kein Interesse, den Spieler an uns auszuleihen. Und kaufen können wir ihn im Übrigen auch nicht. Das bedeutet, in dieser Saison wird das wohl nichts mit Tobias Raschel. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht noch einen Ausweichplan hätte. Und zwar Ilja Gruev werden wir jetzt versuchen auszuleihen. Tatsächlich funktioniert's. Wir können mit Werder Bremen verhandeln über die Leihe von Ilja Gruev. Keine Ahnung, wie stark er ist, aber wir wollen natürlich dann direkt für 2 Jahre leihen. Ich will natürlich nicht alles an Gehalt zahlen, deswegen will ich nur 40% zahlen. Da sagt Werder Bremen allerdings nein und schlägt das genau in die andere Richtung. Was ist denn mit 50-50? Ja, das ist in Ordnung für Werder Bremen. Jetzt nur noch hoffen, dass Gruev ebenfalls Bock hat, zum MSV Duisburg zu kommen, aber durch den Vater könnte ich es mir rein theoretisch schon ein bisschen vorstellen. 91% von euch haben übrigens dafür abgestimmt, dass wir mit Jonas David und Luca Plogmann sehr gute Transfers gemacht haben und das freut mich natürlich auch, denn da habe ich nichts Falsches mitgemacht. Es wird allerdings Zeit für den Drittliga-Beginn mit dem MSV Duisburg gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Allerdings gibt es hier noch eine Pressekonferenz, an der wir teilnehmen müssen. Danke, da ist es soweit. Oh, oh, geredet. Okay, damit habe ich nicht zwingend gerechnet. Duisburg hat in der Vorbereitung gute Leistungen gezeigt. Die Fans hoffen natürlich zum Saisonstart auf mehr. Wie wirkt sich das auf die Aufstellung im ersten Spiel aus? Wir vertrauen natürlich unserer Mannschaft. Ich vertraue der Qualität meiner Mannschaft. Die Jungs können das schaffen. Nach unserem harten Training sind sie bestens vorbereitet. Mir wurde im Übrigen gesagt, dass der Trainer aussieht wie Florian Kohfeldt. Das stimmt gar nicht. Ach ja, kann das Team in diesem Jahr aus der Abstiegszone wegbleiben? Natürlich. Das Team kann sich da unten rauszahlen. Wir werden relativ mühelos einen Platz im Mittelfeld holen. Safe, Alter. Und die Moral im Team steigt. Der Plogmann-Wechsel von Bremen ist eines der größten Schnäppchen des Jahres. Was erwarten Sie von seinem Debüt gegen Groß-Asbach? Die Fans werden schon bald erleben, was Plogmann alles kann. Er wird allen zeigen, was er kann. Und vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen mehr. Dritte Liga, MSV Duisburg gegen Sonnenhof Groß-Asbach in der Schaunsland-Reisen-Arena, Alter. Da ist es, Alter. Daschner und Vermey natürlich in der Startaufstellung. Und es sieht einfach geil aus. Ich hab Bock, mit dem MSV hier in der dritten Liga loszulegen, in einem anscheinend ausverkauften Stadion. Ja, in der dritten Liga, natürlich. Ich muss sagen, das Layout gefällt mir ganz gut. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob es das Originale ist. Obwohl ich immer dritte Liga gucke mit dem MSV. Hier im Übrigen unsere Startaufstellung, aber hätte man sich ja schon fast denken können. Joshua bitte über rechts, Brückmann über links. Natürlich unser Kapitän Stoppelkamp dabei. Und unser Neuzugang Plogmann im Tor und David auf der Bank. Und hier die Startaufstellung von Sonnenhof Groß-Asbach mit Burger in der Linksverteidigung. Und ich glaube, ich kenne jetzt von den Namen her wirklich nur Gerejige, den linken Mittelfeldspieler. Der hat, glaube ich, lange Zeit bei FSV Frankfurt oder so gespielt. Glaube ich zumindest, bin mir gerade allerdings auch nicht ganz sicher. Jetzt geht's allerdings los mit dem Drittliga-Auftakt. Schwierigkeitsgrad ultimativ. Ich bin natürlich sehr, sehr gespannt auf die ganze Karriere, auf das Potenzial und keine Ahnung. Und jetzt mit dem Drittliga-Beginn geht's natürlich richtig los. Ich hoffe natürlich, dass wir uns hier nicht blamieren. Rothmann, der bringt den Ball rein und das war ja mal sowas von lausig. Das war die erste Riesenmöglichkeit für Groß-Asbach. Das war starkes Spiel und jetzt kommt er schon wieder über die Außen. Brückmann macht bis jetzt keine gute Figur. Ich kriege den Ball hier so ein bisschen weg. Und da haben wir schon wieder Glück. Obwohl, wir nehmen hier Stoppelkamp mit dem Schuss. Auch mal eine Möglichkeit für uns, die war allerdings daneben. Und damit ist die erste Halbzeit im ersten Drittligaspiel vorbei. Und ich muss sagen, Alter, war das zäh, ey. Spielerisch habe ich nichts auf die Kette bekommen. Baller und der nimmt hier unten natürlich Vincent Vermey mit. Der zieht zum Tor Vincent Vermey. Und dann ist da der Keeper, der Groß-Asbacher. Und jetzt Plogmann. Oh Gott, was war das denn? Oh, und damit führt Groß-Asbach 1-0. Also erstmal, es war defensiv schon schlecht von mir, ne? Aber Plogmann läuft da auch sehr, sehr komisch aus dem Tor hinaus und geht auch nicht wieder zurück. Und ich habe den nicht rausgeholt. Das war nicht ganz so geil. So, Vermey jetzt. Ben Baller, der sieht hier unten Stoppelkamp. Das Spiel ist vorbei und wir verlieren unser erstes Drittligaspiel gegen Groß-Asbach 1-0. Und ganz ehrlich, das war auch absolut keine Glanzleistung meiner Seite aus. Und damit gehen wir ins Interview nach dem Spiel. Sind Sie enttäuscht, dass es zum Auftakt Ihrer Duisburg-Karriere kein besseres Ergebnis gab? Wir hätten uns zwar ein besseres Resultat erhofft und die Fans auch, aber die Saison ist noch lange. Wir werden weiter hart trainieren, um besser zu werden.
Plogmann konnte als MSV Duisburg-Neuzugang am ersten Spiel leider nicht überzeugen. Wir haben sie sein doch eher enttäuschendes Debüt gesehen. Wir erhoffen uns alle eine Menge von ihm, aber man muss realistisch bleiben. Er muss sich erst noch zurechtfinden und an unserer Spielweise gewöhnen. Ja, ich auch. Nach der Vorbereitung wurde viel von Ben Baller erwartet. Alle dachten jetzt, er wird auch Stammspieler, aber das war heute eine schwache Leistung. Ist er eine Eintagsfliege? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich antworten soll. Heute durfte er lernen? Keine Ahnung, auf jeden Fall freuen ihn das. Yassin konnte wichtige Erfahrungen sammeln, nur so kann er aus seinen Fehlern lernen. Pflichtspiele sind halt nochmal ein ganz anderes Level als Vorbereitung. Ja, war kein optimales Spiel. Tyler kommt auf uns zu und bedankt sich dafür, dass er gegen Groß Asbach spielen durfte. Und ich sage einfach, der soll sich weiterhin anstrengen, dann dürfte er auch weiterhin hin und wieder mal spielen. Es gibt weitere Nachrichten. Ilja Gruev hat die Leihe zu uns abgelehnt. Er möchte also nicht in die dritte Liga wechseln, um ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Finde ich ein bisschen schade. Und Brendiek werden wir ehrlich gesagt nicht ausleihen, weil wir können uns das einfach nicht leisten. Ich hätte schon ganz gerne drei Keeper im Kader. Es gab dann noch einen jungen Mann, über den ihr in der letzten Folge abstimmen durftet. Und zwar, sollen wir Joshua Wagnumann verpflichten oder nicht? Und ihr habt mit ca. 72% oder so dafür gestimmt, dass wir Joshua Wagnumann versuchen sollen zu verpflichten. Und genau deswegen werden wir es jetzt auch tun. Zumindest hat der HSV noch nicht abgelehnt. Allerdings, wie gesagt, ich werde auf gar keinen Fall über 1 Million zahlen. Und ich weiß natürlich, ein paar von euch haben in die Kommentare geschrieben, dass der Transfer von Wagnumann einfach nicht realistisch wäre, weil er halt einfach Stammspieler ist derzeit beim HSV. Man darf aber auch nicht vergessen, dass hier ist FIFA und da wird er mit seiner Gesamtstärke nicht zwingend Stammspieler beim HSV sein. Und wir haben ja auch große Ziele hier mit dem MSV, wir wollen sofort aufsteigen und da brauchen wir teilweise Spieler wie Joshua Wagnumann. Deswegen seid mir da bitte nicht allzu böse, denn wie gesagt, die Mehrheit war ja auch dafür. Und wer weiß, vielleicht klappt der Wechsel auch gar nicht, wenn der HSV zum Beispiel zu viel Geld will. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass er ein absolutes Schnäppchen ist, bieten wir einfach mal 700.000. Der HSV will, dass wir 900.000 zahlen, das ist mir zu viel. So, bei Jungspielern finde ich das eigentlich einigermaßen realistisch, mit einer Weiterverkaufsgebühr zu arbeiten. Der HSV erhofft sich ja auch einiges daraus. Deswegen bieten wir jetzt 750.000 und 15% Freigabegebühr. Boah, und 800.000 immer noch, ich versuche mal noch ein bisschen zu drücken. So, wir sind mal 20.000 nach oben gegangen. Aber was? Hä, wer handelt denn so? Ich verstehe jetzt, warum der HSV in letzter Zeit so merkwürdig war in den letzten Jahren der ersten Liga. Wenn die so ein Management hatten? 810.000 und 14%? Sag mal, hat der sich gerade verbessert, der Wagnumann, während wir verhandeln oder so? Was geht denn jetzt gerade ab mit denen? Wir werden es nochmal versuchen, denn irgendwas ist in den Verhandlungen jetzt vollkommen schief gelaufen. Transferangebot für Tim Albutat? Nein. Und damit sind wir beim zweiten Saisonspiel gegen Ingolstadt angekommen. Und heute erwartet natürlich jeder von den Zebras eine Leistungssteigerung, denn das, was wir im ersten Spiel gezeigt haben, ging gar nicht. Und hier ist die Aufstellung von Ingolstadt und den ein oder anderen Namen kennt man auf jeden Fall. Zum Beispiel Stefan Kutschke, der weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Auch wir wollen uns heute deutlich besser schlagen und das machen wir mit Brückmann in der Rechtsverteidigung, Sicker in der Linksverteidigung und heute von Anfang an Krempicki für Yassin Benballa. Und heute auf jeden Fall mehr Zucht zum Tor. Wie gesagt, das erste Saisonspiel war eine absolute Frechheit von unserer Spielweise her. Von daher müssen wir uns auf jeden Fall steigern und gegen Ingolstadt wird es, glaube ich, nicht einfacher. Sind ja auch ein Aufstiegsfavorit. Ich will natürlich flanken mit Vermey da drin. Aber das... Warum kommt beim Torschuss immer dieser blöde Trainer? Ja, okay, warum auch immer der jetzt an war. Egal, das ist kein Abseits. Stoppelkamp bringt die Flanke nochmal, das Albutat. Engin mit der Flanke und Vermey kann Kopfbälle. Sollte man meinen, wenn man sieht, wie groß er ist. Wir sind in der Halbzeit und das Spiel läuft auf jeden Fall schon mal besser als das erste. Allerdings eine Führung haben wir immer noch nicht geschafft, beziehungsweise mal ein Tor zu schießen. Ach komm schon, oh Plogmann. Oh gut. Stoppelkamp führt den Freistoß aus, das ist Connor Krempicki. Und direkt auf den Mann. Nicht so gut, nicht so gut. Und dann kommt so ein Traumtor, Alter. Das kann nicht sein. Maxi Beister, vorhin reingekommen, haut den Ball jetzt volle Kanne in die Maschen. Das ist extrem schlecht für uns. Vor allem, wir haben an für sich ein okayes Spiel gezeigt. Und mit dem Schuss habe ich ganz ehrlich nicht gerechnet. Und da ist Sinan. Und dann wieder direkt auf den Torwart. Es kann nicht sein. Und damit ist das Spiel vorbei und es gibt wieder keine Punkte für die Zebras. Das bedeutet 2 Spiele in Folge verloren. Boah, ultimativ mit dem MSV in der dritten Liga ist echt nicht so einfach. Ich komme gerade nicht so gut zurecht, muss ich gestehen. Ich habe gerade ehrlich gesagt keinen Bock auf diese Pressekonferenz. Warum durfte David heute nicht sein Debüt feiern? Braucht noch Zeit, aber wenn er im Training weiterhin so auftrumpft, dann wird er der richtige Moment für ihn bald kommen. Ingolstadt konnte in den letzten 10 Minuten den Siegtreffer machen. Und dieses enge Spiel entscheiden. Wie haben sie es gesehen? Ja, scheiße. Das war Pech heute. Die Jungs haben gut gespielt. Normalerweise gewinnen wir so ein Spiel auch. Schade, dass es heute nicht geklappt hat. Aber das müssen wir abhaken und demnächst gewinnen. Schweres Spiel heute. Hat ihrer Mannschaft das Selbstbewusstsein gefehlt? Ja, ich glaube, unser Selbstvertrauen fehlt. Vor allem auch bei mir. Ja, nach dem Gegentor haben wir heute die Köpfe hängen lassen. Das müssen wir beenden. Ganz ehrlich, ich glaube, die Saison wird schwieriger, als ich ganz ehrlich gedacht habe.
Auf dem 20. Platz lässt es sich nicht so gut schlafen. Zwei neue Spieler im Training, und zwar Jonas David und Luca Plogmann. Und Tyler kriegt eine Sprintgeschwindigkeit dazu. Warum sind unsere Spieler eigentlich alle so gut drauf, Alter? Wir haben zwei Niederlagen in Folge gehabt. Versuch Nummer 2, Joscha Wagnumann vom HSV zu verpflichten. Wir bieten diesmal von Anfang an 750.000. Ach, guck mal, diesmal geht der HSV nicht wieder auf 1,7 Millionen. 10% und 800.000, und der HSV ist damit einverstanden. Keine Ahnung, was die gesoffen haben beim ersten Versuch, ganz ehrlich. Jetzt sieht es deutlich besser aus. Jetzt gehen wir auch sofort in die Verhandlungen mit Joscha Wagnumann. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen den Spieler auch, denn bis jetzt läuft gar nichts zusammen in der Liga. Rolle im Kader, ich glaube, er wäre schon ein Schlüsselspieler für uns. 5 Jahre, da sage ich nicht nein. Beigabesumme möchte ich auch nicht haben. Ich habe mir gedacht, wir bieten jetzt einfach mal 1.500 Euro Gehalt pro Woche und einen Einstiegsbonus von 5.000. Ich hoffe, der rennt jetzt nicht schreiend weg. Der ist damit tatsächlich einverstanden, und damit haben wir endlich Joscha Wagnumann verpflichten können. Ich glaube, der ist auch ein Typ Spieler, der uns sofort weiterhilft. Der wird jetzt einfach mal in der linken Verteidigung starten, auch wenn ich mir sehr gut vorstellen kann, dass der irgendwann auf die rechte Verteidigung wechselt. Weil der halt einfach ein Rechtsfuß ist. Und damit sind wir in der ersten Simulation in der dritten Liga und in diesem Karrieremodus gegen Münster. Ich hoffe auf einen Sieg, und wir schaffen es tatsächlich 1:0 gegen Münster zu gewinnen. Meine Fresse, war das wichtig. Endlich mal 3 Punkte. Vielleicht sollte ich gar keine Spiele mehr spielen, denn immerhin haben wir jetzt nach 3 Spielen 3 Punkte. Yay. Joscha Wagnumann hat sich im Übrigen direkt auf eine 66 verbessert. Ich sag da jetzt einfach mal nichts zu, ich bin damit einfach zufrieden. Womit man allerdings nicht zufrieden sein kann, war mein Saisonstart, denn der war alles andere als zufriedenstellend. Das war schon verdammt schwach, was ich da gespielt habe. Zum Glück habe ich im nächsten Part die Chance, das wieder besser zu machen. Und deswegen habt ihr jetzt die Möglichkeit, oben abzustimmen, gegen welchen dieser Vereine wir spielen sollen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie viele Partien wir spielen werden. Allerdings die ein oder andere auf jeden Fall. Deswegen oben das Abstimmen nicht vergessen. Wir haben im Übrigen noch 900.000 Euro zur Verfügung. Stimmt oben ebenfalls nochmal ab, was wir mit dem Geld machen sollen. Scout verpflichten oder einen weiteren Spieler. Vorschläge dafür natürlich in die Kommentare. Das war's dann jetzt allerdings auch mit der heutigen Folge der MSV-Karriere. Ich weiß, wir müssen uns steigern, und das werden wir auch definitiv tun. Hinterlasst sehr gerne einen Daumen nach oben, auch wenn die Ergebnisse echt beschissen waren. Und schreibt eure Meinung wie immer in die Kommentare. Was kann ich besser machen? Und ja, generell Tipps für FIFA 20 sehr gerne unten rein. Und dann hinterlasst ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und sehr gerne die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Das war's mit mir, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.